Hallo und willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Und ja, es ist mal wieder ein Update für die Porta Westfalica erschienen. Und wir werden uns gleich mal kurz angucken, was denn so alles neu gemacht worden ist. Vorweg muss ich sagen, es gibt ja schon von mir die Original-Mod-Vorstellung, Map-Vorstellung und das erste Update-Video. Die verlinke ich unten in der Videobeschreibung, dann könnt ihr euch das da angucken. Ansonsten fangen wir mit dem Wichtigsten an. Für dieses Update ist ein neuer Spielstand notwendig, da es auch Veränderungen am Gelände gegeben hat. Es ist aber beim Download eine Beschreibung dabei, wie man zumindest seine Lagerbestände und so übernehmen kann. Also da einfach mal reingucken und dann ja, sollte das zumindest funktionieren. So, wir fangen an. Es gibt eine Torfherstellung im Torfwerk. Das gucken wir uns gleich mal an. Wo haben wir denn das Torfwerk? Das ist jetzt wieder, das müsste hier sein. Genau. Das ist halt ohne Beschreibung, muss man immer so ein bisschen gucken. Also hier haben wir das Torfwerk. Da ist es ganz einfach, Diesel hinbringen und Torf hier drüben abholen. Dann gibt es die Kirsch- und die Pflaumenherstellung. Es gibt eine Zuckerherstellung und ja, so einiges. Dann, ja, oder wir gucken uns erstmal die Rumherstellung an. Wir gucken einfach mal so auf der Karte, wo wir jetzt hinkommen. Rum. Wir sehen, wir brauchen Zuckerrohr, wir brauchen Zucker und wir brauchen Wasser. Dann kommt Rum bei raus. Das ist eine nächstes auch schönes kleines Gebäude. Was haben wir hier? Golden Rum Manufaktur. Ja, schön gemacht, gefällt mir. So, was haben wir denn noch hier auf der Karte neu bekommen? Hier Kirschherstellung und die Pflaumenherstellung. Wir sehen auch hier schon, wenn wir hier vorgehen, wir brauchen Kompost und Torf, jeweils für Kirschen und hier drüben für die Pflaumen. Also wir brauchen beides. Das heißt, wir müssen sowohl den Kompostmaster als auch die Torfproduktion anschmeißen und wir brauchen hier drüben Wasser. Und dann bekommen wir jeweils Kirschen bzw. Pflaumen heraus. Das ist hier so, dass genau, hier ist die Ausgabe einmal Pflaumen, einmal Kirschen. So, das waren die Geschichten hier. Genau, Zuckerfabrik. Die ist ja da unten neben der Dieselherstellung. Gucken wir uns an. Auch schön mit Schild versehen. Ach ne, hier ist der Direktverkauf für Zuckerrüben. Also hier praktisch. Und hier ist dann Anlieferung für die Produktion. Wir brauchen Wasser und wir brauchen eben Zuckerrüben. Und dann bekommen wir hier Zucker raus, den wir ja für den Rum brauchen. So, das waren quasi die neuen Produktionen. Also es gibt eben die neuen Fülltypen. Das ist eben Torf, Kirschen, Pflaumen, Zucker und Rum. Haben wir ja gesehen. Dann wurde das Zentrallager gegenüber vom Händler optimiert, umgebaut für die neuen Fülltypen. Also man kann hier dann quasi eben Kirschen, Rum und die Pflaumen zwischenlagern. Das ist auch wichtig. Dann ist das Regalsystem am Hof überarbeitet worden. Ja, da gab es ja das Problem, dass man hier, warte mal, wir gehen mal kurz hin. Hier so in ein Loch gefallen ist, das passiert nicht mehr. Das ist erledigt. Bei der BGA 01 rechts und links der Einfahrt das Gelände erweitert. BGA 01 und hier ist die 2. Ja, jetzt muss ich gerade suchen. Wo ist die BGA 01? Hier oben.
Dann schauen wir uns das auch mal an. An der Einfahrt das Gelände erweitert. Ja gut, das ist hier. Hier unten soll das wohl sein. Wir gucken uns das, können das auch mal hier auf dem Gelände angucken. Das heißt also, alles, was hier bis zur Straße vorgeht, gehört quasi zum Gelände der BGA dazu, dass man hier eben bauen kann. So, die Eisenbahnbrücke an der Raffinerie erhöht. Raffinerie, da waren wir ja im Grunde schon. Das ist ja da, wo auch die Zuckerfabrik ist, hier unten. Wo haben wir hier eine Eisenbahnbrücke? Ach, hier ist ein Eisenbahndamm. Ach, dann wird das hier gemeint sein, dass hier. Ach, hier hat er praktisch die Brücke ein bisschen höher gemacht. Gut, ja, passt auch. Was haben wir noch? Das Regalsystem hatten wir. Genau, neue Verkaufsstellen, beziehungsweise die Verkaufsstellen wurden angepasst für die neuen Produkte. Das können wir uns auch mal hier angucken. Hier zum Beispiel Rum können wir beim Portermarkt und beim Denkmal verkaufen. Pflaumen haben 4 Stellen bekommen, die Kirschen auch. Zucker sind auch dreimal zum Verkaufen. Den Torf können wir auch verkaufen. Das ist auch sehr gut. So, was haben wir noch? Rumfabrik-Spawnpunkt für Eier wurde verschoben, sollte jetzt gehen. Der Trigger an der Hofwerkstatt wurde vorgezogen. Da gucken wir mal da kurz nochmal zum Hof zurück. Ja gut, jetzt sind wir bei den Schafen gerade drin. Wo die Werkstatt haben wir ja hier drüben. Also ich wurde hier wohl nach bisschen weiter nach vorne gezogen. Man kann Schneidwerke warten lassen, wenn man sie dicht vor das Tor ablegt. Also irgendwo wohl hier so. Muss man dann einfach mal ausprobieren. So, das Denkmal wurde abgesetzt. Abgesenkt. Es schwebt nicht mehr. Das ist mir so vorher noch nicht aufgefallen, aber wenn das geschrieben wird, dann wird das wohl so sein. Da ist das Denkmal. Gut, es mag sein, dass das irgendwie in der Luft gehangen hat. Kann ich jetzt so nicht sagen. Tor und Zaun an der Wiese bei Feld 35 wurde bearbeitet. Man kann nun das Tor nutzen und auf der Wiese fahren. Bei Feld 35 die Wiese. Wo ist Feld 35? Wiese. Gut, dann springen wir mal kurz zum Viehhändler. Und ach, da hinten ist das Tor jetzt, das wohl auch aufzumachen geht. Können wir gleich testen. Rennen wir mal hin. Ja. Tor geht auf. Gut, das funktioniert also auch. So, und was haben wir noch? Genau, das Gatter es wurde ein Gatter bei den Schweinen eingebaut. Schweinegehege, gucken wir mal. Ach, hier, da wurde der Trigger nach innen verlegt und das Tor geht auf. Ja. Ich glaube, das war es soweit. Ja gut, Straßenpfosten umgesetzt, das kann ich jetzt so nicht angucken, aber ist auf jeden Fall auch gemacht worden. Genau, was noch ist, der Kompost kann jetzt im Miststreuer als Dünger ausgebracht werden. Und bei dem Download ist ein weiteres Fass dabei. Das gucken wir uns auch mal kurz im Shop einfach nur an. Ich glaube, das ist unter Diverses. Ne, ist es nicht. Wo haben wir das versteckt? Hier, das Multitrans als Auflieger kann eben auch Rum transportieren. Die Standardfässer können keinen Rum, aber er schreibt hier nochmal, der beigefügte Tanker kann auch Rum transportieren. Sonst sollte aber auch das Universalpack von Farmer Andy funktionieren. Die Standardanhänger von Giants gehen nicht. So, also, das ist, glaube ich, noch wichtig für die Leute, die Rum produzieren wollen. So, und damit sollte es aber auch jetzt gewesen sein hier von diesem Update-Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Und ja, ansonsten sehen wir uns, denke ich mal, bald wieder bei einem
Let's Play oder Map bzw. Mod-Vorstellung. Bis dahin, macht es gut und tschüss!